Yo, servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar zu auch zu einem neuen Spiel. Und zwar ist es Fortnite Battle Royale. Es ist ja so ähnlich wie manch andere Spiele, die es in Steam gibt. Und zwar ist es so, du startest hier mit 100 Leuten in ein Game und ja, dann sucht man sich Waffen, also es ist ein bisschen Survival und dann killt man die anderen. Und ich würde sagen, wir suchen gleich ein Spiel. Und dann sehen wir uns gleich im Game. So, da sind wir jetzt im Game. Windows öffnen, Türen in... What the fuck? Ah, und jetzt kann ich abspringen hier. Okay, da springen schon mal alle ab, so gefühlt. Ich warte mal noch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wo ich abspringen muss. Wie gesagt, ich spiele das Game zum ersten Mal. Ich habe wahrscheinlich auch gar keine Ahnung, wie ich was machen soll. Deswegen... Alter, springen da schon viele ab. Und sagen, ich gehe mal ganz auf die andere Seite der Map. Alter, wie viele hier abspringen? Wie viele Leute sind das denn? Und... ich springe jetzt ab. Alter, Alter, okay. Um den Hängegleiter einzusetzen. Ich dotze jetzt erstmal so ganz weit runter, wie es geht. Geht's irgendwie schneller runter oder so? Ich möchte in das Haus hier. Oh, da ist einer. Verdammt. Okay, was mache ich jetzt? Slot 2 wechseln. Anvisieren. Okay, die Leute knallen sich da schon ordentlich weg. Oh, da lädt er jemand nach gerade. Sehr spannend. Da ist jemand drin. Ich habe nicht genügend Munition, was? Okay, neue Runde. So, da sind wir in der neuen Runde. Ich muss anscheinend noch ein bisschen mit dem Zielen üben. Ist ein bisschen anders als im COD, deswegen... ja. Es werden gleich wieder alle abspringen. Pass auf, alter Schwede. Okay, wir gehen wieder ein bisschen weiter nach hinten. Wir chillen erstmal unsere Basis. Das erste ist nicht so gut verlaufen. Ich muss auch ein bisschen auf meine Munition achten. 97 Spieler sind so, holy shit. Ich möchte da vorne links in das Dorf. Oder wieder in meine alte Scheune. Da kann ich auch hin. Dann müsste ich jetzt gleich abspringen. Vor der Partybus, Alter. Und Sturzflug! Ah, bin ich hier allein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in die Scheune. Gibt's hier nichts? Doch, bestimmt, oder? Hier oben. Alter, Leute, hier gibt's nichts. Doch, hier. Oh! Eine Shotgun. Okay, auswählen. Okay, nice. Also, wir sind jetzt mal ein bisschen equipped. Wir haben eine Shotgun. Das ist ganz nice. So, was ist das hier? Nichts. Ja, ist alles ein bisschen komisch mit dem Laufen und alles, aber gewöhnt man sich dran. Okay, hier haben wir jetzt noch eine andere Waffe. Auf Long Range. Hoch, Sturmgewehr. Ich nehme jetzt einfach mal alles, ich packe alles ein. Ich, wie gesagt, keine Ahnung hier. Da vorne ist einer. Den Typ hole ich so mit der Schrotze weg, das sage ich euch. What? Okay, abspringen. Vor dem Typen abhauen. Holy shit, Mann. Ich habe gedacht, ich wäre allein. Gute Waffen nehmen. Holy shit, was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Kaliber, Alter? Bloß ihn fort, den Jungen! Hohoho!
Jane! Nein, halt! Nein! Pistol, weg damit! Ja. Holy shit, knall die Waffe! Ich glaube, wir haben mit der Waffe gar nicht so ein schlechtes Ding. Wir haben dem der 100er Prezi gegeben, Alter. Wir haben den übel weggeknallt, den Boy. Habt ihr das gar nicht gesehen? Ich habe voll auf den Zaun geknallt, Alter. Ich habe so gedacht, oh fuck, wenn er mich jetzt kriegt, ist RIP. Ja, aber ich weiß halt nicht, welche Waffen ich nehmen soll von dem. Da bin ich halt komplett unerfahren noch. Aber läuft doch, Alter. Wir haben den voll umgelegten Typ. Und wieso kann ich das nicht bauen? Ah, da fehlt mir Holz. F3. Muss ich wieder drücken, damit es weggeht? Hallo? Ah, okay. Mit Q. Die Waffe hat eine riesig kleine... Riesig kleine. Hat eine richtig kleine Feuerrate. Oh, Mann. Das ist nachträglich hier. Und zwar ist ein Problem entstanden. Und zwar habe ich mein Mikrofon gemutet. Ich Vollidiot. Ich weiß nicht warum. Fragt mich bitte nicht. Ist mir gerade eben erst beim Schneiden auch aufgefallen. Und deswegen sind die ganzen restlichen 30 Minuten Gameplay einfach ohne Ton. Deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Waren auf jeden Fall ganz gute Runden dabei. Wo ich sogar auch mal unter die Top 12 oder 15 gekommen bin. Also da war wirklich nur eine ganz gute Runde dabei. Hat auch viel Spaß gemacht. Habe ich viele neue Sachen kennengelernt. Zum Beispiel, dass man Bäume kaputt schießen kann. Das habe ich halt vorher gar nicht gewusst. Ich habe mich dann hier in den Baum versteckt und ja, auf einmal war er kaputt. Und dann bin ich gestorben. Das war ein bisschen schade. Aber ich hoffe, dass es trotzdem gefallen hat, diese kleine Teil jetzt von 5 Minuten, 5,5 oder was das ist. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal wieder sehen, wenn ich dann auch mein Mikrofon endlich anhab und nicht gemutet habe. Und dann kommen auch mal ein bisschen längere Gameplays und auch vielleicht bessere mal. Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und tschüss.